Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Ahead in Time. Und bevor wir heute in einer der Hauptwelten wieder weitermachen, möchte ich hier erstmal diesen Geheimgang aufsprengen und mal schauen, was hier so abgeht. Ich meine, hier gibt es ja bestimmt auch was. Und tatsächlich, hier gibt es sogar einen Zeitriss. Wusste ich tatsächlich gar nicht mehr vom privaten Zocken. Aber ja, dann starten wir mal mit einem Zeitriss. Okay, ja, soll mir auch recht sein, ne? Nehme ich. Wusste ich gar nicht mehr, ne? Wirklich nicht. Aber ja, ist doch geil, würde ich sagen, ne? Zeitrisse auf jeden Fall eine richtig geile Sache im Spiel. Mit richtig geilen Plattforming-Challenges auf jeden Fall. Ah shit, ich dachte, da könnte ich ein bisschen was skippen. Und das könnte ich theoretisch auch. Aber da habe ich ein bisschen gefailt quasi. Okay, da machen wir es halt auf normalem Wege. So wie das sein soll. Ne? Ist ja schon in Ordnung. Hab meine Lektion gelernt. Und bin jetzt aber wenigstens am Checkpoint angelangt. So, dann hier auf diesen Ballons lang springen. Ja, die sind eigentlich relativ einfach zu handeln. Bei diesen Ballons muss man im Endeffekt einfach nur nach vorne. Ah ja, schön, dass du jetzt in die andere Richtung gehst. Die Ballons sind sehr einfach. Eigentlich schon. Bei denen muss man nämlich einfach nur nach vorne drücken. Und der Rest passiert eigentlich von automatisch, ne? Deshalb, ja, eigentlich lame, dass ich da gerade gefailt habe. Na, auf jeden Fall. So. Und ja, jetzt hier wenigstens mal wieder am nächsten Checkpoint. Da habe ich ja jetzt ziemlich dumm gefailt. Muss ich ja auch ehrlicherweise zugeben, ne? Und ja, ich finde es immer toll, dass manche Zeitrisse auch tatsächlich nicht nur auf Platforming aufbauen, sondern tatsächlich auch auf die verschiedenen Hüte, die wir auch manchmal schon einsetzen müssen, um überhaupt erst zum Zeitriss zu kommen. So wie hier eben, ne? Hier haben wir ja uns erstmal den Weg freisprengen müssen mit unserem Zaubertrank. Und ja, jetzt müssen wir hier auch den Zaubertrank ziemlich intensiv anwenden bei diesem Zeitriss. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter in Welt 2. Und ja, hier nehme ich einfach mal den ersten Gewinn. Ist okay. Rüste ich auch mal aus. Ist, denke ich, ganz schnuffig. Und weiter geht's in Welt 2, Leute. Gut, beim letzten Mal, wo wir in dieser Welt waren, waren wir hier beim Schaffner, ne? Und jetzt geht's aber zu einer Mission von DJ Grooves. Und zwar Akt 3, perfektes Bild. So, Leute, DJ Manu hier. Boah, wie sehe ich aus, ey? Ist ja schlimm. Boah, ich hasse, dass diese Perücke ein bisschen hier grüne Stellen hat. Aber sieht, denke ich, trotzdem witzig aus, oder? Oh Mann, ey, und das nur wegen DJ Grooves, ey. Willkommen zu deinem ersten Drehtag, Schätzchen. Wir müssen dich zum größten Filmstar machen, den die Vogelwelt je gesehen hat. Aus dir machen wir eine Diva. Deswegen habe ich dich zu einer Pressekonferenz in unserem Mondsitz gerufen. Du musst vor die Kameras treten und das Publikum umhauen. Mit einem Baseballschläger, Schätzchen. Bereite sie so richtig auf deine Filme vor. Und wenn sie verrückt nach dir sind, komm hierher und zeig das neue Requisit. Genau, wir werden unser neues Filmrequisit vor den Massen enthüllen. Das kann ziemlich geil werden, würde ich sagen, ne? Und kassieren wir hier erstmal richtig geile Fotos. Ich meine, ja, ähnelt eigentlich ziemlich meinem Real Life tatsächlich, ne? Weil ich bin ja eh famegeiler Influencer und so, ne? Du hast mich gerufen, Schätzchen. Sieht so aus, als bräuchtest du Unterstützung. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Hier, mach mal ein paar Schnappschüsse von mir, ey. Alle Pinguine hier kennen meinen Namen, DJ Grooves. Und ich sage euch, dieses Meeting hier ist der nächste heiße Trend. Garantiert.
Seht euch an, wie sie den Welpen aus der Patsche hilft, indem sie diese Statue hochklettern wird. Stimmt's, Schätzchen? Natürlich stimmt das. Die Jake Wolfs mein Schätzchen, ey. Natürlich stimmt das. Und ja, klettern wir hier erstmal hoch und boxen den Hund weg. Wie das einfach auch derselbe Hund ist, ne, wie vom letzten Film schon. Und da ist der Hund gerettet. Seht euch das an. Sie hatte dem Welpen geholfen und er ist putzmunter. Leider ist er weggerannt und zerbrach definitiv nicht in mehrere Stücke. Das ist wahrlich eine Diva, die ich verstehen kann. Dieses kleine Mädchen ist ein absoluter Tierexperte. Vergiss nicht, ihrem Fanclub beizutreten. DJ Moves out. Ja, läuft, würde ich sagen, ne? Und ja, wie gesagt, ich muss sagen, die Mission, die ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, ne? Die ähnelt halt einfach meinem Real Life, ne? Deshalb muss ich auch, ich muss im echten Leben, muss ich leider oft mit Verkleidung rausgehen, ne? Weil ich einfach sonst zu viel fotografiert werde. Ich meine, ich kann es verstehen, ich sehe gut aus auf Fotos, ne? Ich bin absoluter Fototyp, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, ist nicht immer ganz leicht, Leute. Ist nicht immer ganz leicht, wenn man so berühmt ist wie ich. Weil ich ja auch so berühmt bin, Leute. Oh Mann. Geil. Du hast mich gerufen, Schätzchen. Sieht so aus, als bräuchtest du Unterstützung. Natürlich brauche ich wieder Unterstützung. Nun, Schätzchen, ich muss etwas erwähnen. Chefköche haben oftmals schreckliche Wutanfälle und schimpfen in ihren Sendungen. Versuch bitte sowas zu vermeiden, okay? Der Schaffner, der ist altmodisch. Er wirft mit solchen Worten um sich. Er wird ihn irgendwann in Schwierigkeiten bringen. Sowas wollen wir hier vermeiden. Hallo Zuschauer, selbst die größten Promis müssen essen. Ich habe gerade die größte von allen bei mir. Sag und Schätzchen, was für eine Soße möchtest du auf einem Thunfisch-Sandwich? Auf deinen Thunfisch-Sandwiches haben? What the fuck? Ich würde jetzt einfach mal sagen, das hier. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber das nehme ich einfach mal. Schätzchen! Ich meine, sehr geehrte Zuschauer, sehen Sie sich das ein? Sie ist wirklich was Besonderes. Jetzt husch! Geh so schnell wie möglich aus dem Bild, bevor die alten Pinguine vor dem Fernseher merken, was passiert ist. Ich habe gerade geflucht, oder? Ups, das wollte ich nicht. Wer soll ich denn wissen, dass das Fluchen darstellen soll? Aber ich glaube, ich habe da gerade geflucht, oder? Anscheinend habe ich gerade geflucht. Ich meine, ist okay. Ich hoffe, das hat niemand gehört, ne? Auch von den Eltern da draußen? Nee, ich habe nicht geflucht, ne? Habe ich nicht. Ich bin ein ganz braver Let's Player, der auch nie rumbrüllt. Bin ganz brav, ja. Bin ganz brav. Und ja, ich habe dich wieder gerufen, DJ Grooves, natürlich. Alle Pinguine hier kennen meinen Namen, DJ Grooves. Und ich sag euch, dieses Mädchen hier ist der heiße Trend. Passt auf, wie sie gegen diese Profikartenspieler gewinnt. Bei ihrem ersten Mal. Dieses Spiel ganz einfach, Schätzchen. Rate einfach nur, welche Zahl der andere Spieler hält, von 1 bis 10. Welche glaubst du, welche Karte es ist, Schätzchen? Ja, ich würde sagen, das ist die 3, ne? Das ist die 3. Und ja, geben wir ein, ne? Ja, das ist die Karte 3. Wow, fantastisch, unglaublich. Die Antwort ist tatsächlich 3. Zuschauer von dem Fernseher, ihr habt gerade die Eingebung eines wahren Stars gesehen. Vergiss nicht, ihrem Fanclub beizutreten. DJ Moves out. Okay, manchmal wiederholt er sich anscheinend. Aber ist mir egal, Hauptsache ich krieg meinen Fame hier. Und ich bin jetzt die maximale Diva. Oje, oje, ich bin die maximale Diva, Leute. Das Publikum. Das Publikum rastet aus, Schätzchen. Komm hierher und zeige denen unsere Riesenüberraschung. Unser neues Requisit. Das zeige ich sehr gerne, Schätzchen. Und ihr seid auch meine Schätzchen, Leute. So, gibt es hier eigentlich sonst noch irgendwelche Secrets? Ich glaube, hier gibt es noch paar Schätzchen. Ja, tatsächlich scheint es hier noch ein bisschen Wolle und so zu geben, ne? Tatsächlich schon.
Ja, die würde ich gerne noch mitnehmen, ne? Die Wolle. Weil die ist eigentlich noch ziemlich. Aua! Ziemlich aua ist die. Ne, ziemlich geil. Ja, weil wir müssen ja auch wieder neue Hüte hier basteln können, quasi. Ne? Und deshalb bin ich. Ah, schau mal. Wir haben hier sogar genug. Bin ich immer dabei, hier geile Sachen zu sammeln. So, und das ist schon die Maske, die ich schon mal angesprochen habe. Und zwar können wir mit dieser neuen Maske, können wir gewisse Plattformen erschaffen, um halt manche Plattforming-Challenges überhaupt erst möglich zu machen, ne? Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Aber ich sammle jetzt erstmal hier dieses wunderschöne Zeitstück. Und ich würde sagen, das war doch ein wunderschöner Film, oder? Leute, gebt mir meinen Fame. Gebt mir meinen Fame, ja? Sonst boxe ich euch weg, ja? Oh Mann, ey. Warum habe ich überhaupt sowas? Ich weiß es nicht. Ich meine, Sonnenbrille ist ja vielleicht noch verständlich. Aber der Rest, ich weiß nicht. Der Rest ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich hier. Aber ich bin eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Und Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.